Ein herzliches Willkommen zurück zur Fortsetzung des Szenarios S6 35336 nach Friedberg. Und zwar, wir hatten ja in der letzten Folge in Frankfurt Messe den Notarzteinsatz und haben da ein wenig Verspätung gehabt, sind dann hier in Westbahnhof eingefahren und haben dann gestoppt. Und genau hier geht es jetzt weiter auf unserer Fahrt nach Friedberg und wir haben jetzt gleich hier im Moment Ausfahrt. Und genau jetzt. So, nächste Station. Eschersheim. Damit nochmal herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von TSC Classic. Mit mir zusammen, ich bin der Danny Spindas. Wir fahren hier das Szenario S6 von Festes und Sound Design. Und haben die Aufgabe, diese S-Bahn nach Friedberg zu fahren, von Südbahnhof aus. Hatten, wie gesagt, in Frankfurt Messe einen Notarzteinsatz. Nächster Halt, Eschersheim. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Genau jetzt geht es hier an dieser Stelle weiter. So, also ich fand es ein bisschen schnell hier. Liegen wir noch voll im Zeitplan. Dürfen wir. Dann machen wir das. So, da kommt uns ein Güterzug entgegen. Wunderschön. Oh, 130. Dann alles rausholen. Station, wie gesagt, Eschersheim. Da steht ein Güterzug, 218. Ja, wie geil ist das denn mit Silberling? Geil, wie geil. Und Panzerzug dabei noch. Hammer, mega. Hinten dran noch meine 218. Zwei sogar. Wahnsinn. Also drei 218 an einem Zug. Wahnsinn. Habe ich auch noch nie gesehen. Oh, da fehlt auch eine S-Bahn. Vielleicht mal ein bisschen bremsen, nichts. So. Perfekt. So, dann machen wir mal ein schickes Foto von unserer 423. Das Wetter hält sich auch noch einigermaßen. Wunderbar. Können wir jetzt hoffentlich ohne weitere Zwischenfälle unseren Weg fortsetzen nach Friedberg. Haben noch vor uns Frankfurt Berg oder Frankfurter Berg, Bergersheim, Bad Vibel Süd, Bad Vibel, Dorteweil, Großkaben, Ockham, Niederwölstadt und so weiter. Wir können jetzt hier weiterfahren.
Nächster Halt, Frankfurter Berg. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Beschleunigung ist mega. Absolut mega. Wahnsinn, dass die beschleunigen kann. Jetzt jeden Moment schon in Frankfurter Berg oder am Frankfurter Berg. Im Berg sind wir nicht, aber am Berg. Oh wow. Es geht leicht übers Ziel hinaus, aber nur ganz leicht. So, da wären wir. Naja, geht doch eigentlich nicht. Ich finde, die Tür hätten sie auch noch öffnen können. Hier kann man noch leicht aussteigen. Das hier alles verstehe ich, aber hier hätten sie wenigstens noch öffnen können. Naja, und hier sowieso. Da ist recht, aber ja. Es geht auch so. Halbe Stunde fahren wir noch. Denn wir sollen halb zehn in Friedberg sein. Wie gesagt, jetzt kommt gleich noch Berkersheim, Bad Fiebel und so weiter. So, Nullstellung und ab die Post. Nächster Halt, Berkersheim. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So, dann wollen wir noch mal ein bisschen früher anfangen zu bremsen hier. Schön. Auch diese Treppe hier. Dort vorne der BÜ. Der bereits geschlossen ist, wie ihr seht. Eine ziemlich trostlose Gegend hier, oder? Wie seht ihr das? Naja. Nächste Station, Bad Fiebel Süd.
Nächster Halt: Bad Vilbel Süd. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So, und da erheben sich die Schranken der BÜs frei für die Autofahrer. Wunderschön. Vilbel Süd. So, da wären wir. Speichern das Ganze mal. Bad Vilbel. Umstieg zum Regionalverkehr. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Da steht schon wieder eine 218. Solo diesmal. Nächste Station, Bad Vilbel. So. Also vom KI-Verkehr muss man wieder mal sagen, vom Allerfeinsten, hat sich Festesten wieder mal alles einfallen lassen, was geht. Wirklich wunderbar, wirklich alles dabei, absolut traumhaft. So, da kommt der Gegen-S-Bahn. Hier steht auch noch eine Diesel-Lok. 294-800-8. Für uns geht's weiter. Dortelweil.
Nächster Halt, Dortelweil. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So, da wollen wir den Hebel mal auf den Tisch legen. Bei 140 dürfen wir. Ob wir das allerdings schaffen bis zur nächsten Station, ist eine andere Frage. Aber wir wollen natürlich jedes km/h nutzen, was wir fahren dürfen. Express. Ach, das hätten wir geschafft. So, dann kommt noch Großkarben, Orkaben. Niederwölstedt und Bruchenbrücken, bevor wir dann zu unserer letzten Station Friedberg fahren. Nächste Station Großkarben. Nächster Halt Großkarben. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Wunderschön, wunderschön. Da wächst schon wieder das Grün auf den Gleisen, komisch. Das hätten wir geschafft. Das ist also Großkarben. An diesem noch frühen Abend, kann man das so sagen? Ist das noch ein früher Abend? Ist auf jeden Fall noch hell. Es hat jetzt nicht unbedingt den Anschein, dass es in der nächsten Zeit dämmern wird.
beziehungsweise dunkel werden soll. Aber so von der Uhrzeit, es geht auf den späten Abend zu, sagen wir mal so. Da wird dann wohl irgendwo Ork haben sein oder sowas, wie das auch immer noch heißt. Und da hinten ist dann irgendwo Friedberg. Aber jetzt geht es erstmal nach Okarben. Nächster Halt, Okarben. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So, willkommen in Okarben. Wunderbar. Oh, junge Dame, steigen Sie ruhig ein. Dieser Zug fährt nach Friedberg. Warum die Tür jetzt nicht auf ist, erschließt sich mir nicht. Naja. Jetzt ist er auf. Jetzt ist er wieder zu. Ach, ich liebe es. Das sind so die kleinen, süßen Fehlerchen, die sich so eingeschlichen haben, ne? In solchen Spielen. Aber sei es drum. Ich denke, da kann man drüber hinwegsehen, oder wie seht ihr das? Auch du kannst noch mitfahren. Wir fahren ab um 16. Was wir längst haben. Wir sind gerade 15 angekommen. Weiter geht's. Oh, sollte die Bremse lösen. Oh, Scheiße! So, jetzt. So, nächste Station, Niederwöllstedt. Nächster Halt. Niederwöllstadt. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Naja, das stimmt leider nicht, weil wir die S1 sind, viel gar nicht. Aber ich sag ja, das sind so kleine Fehlerchen, die sich halt eingeschlichen haben. Wo man nicht drüber lamentieren sollte, finde ich zumindest.
fällt denn da für eine wunderschöne Lok? Schaut euch das bitte mal an. So. Wunderschön, wunderschön. Eine 185 CL03. Und wir haben Ausfahrt. Nächste Station, Bruchenbrücken. Aber die gefällt mir sehr, muss ich wirklich sagen. Connex. Nächster Halt, Bruchenbrücken. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Unsere vorletzte Station. Perfekt. Das hätten wir pünktlich geschafft. Dann kommt jetzt als allerletztes Friedberg. Was allerdings noch mal 4 Kilometer entfernt ist. So. Wir fahren 27, sollen wir in Friedberg einfahren? Da bin ich echt gespannt, ob das klappt. Was sollte eigentlich? Wir haben bisher alles pünktlich geschafft, dann werden wir das auch pünktlich schaffen. Ja. Machen wir schon mal die Nullstellung. Geht's. Die letzten 4 Kilometer unserer Fahrt mit der S6 auf dem Weg nach Friedberg. Nächster Halt, Friedberg. Umstieg zum Regionalverkehr. Diese Zugfahrt endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Die Deutsche Bahn und der Rhein-Main-Verkehrsverbund würden sich freuen, Sie bald wieder begrüßen zu dürfen. Auf Wiedersehen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts.
Wunderschön, wunderschön. So, gleich 100. Danach 40 und dann Einfahrt. Wunderschön. Klappt das ja doch noch alles. Auf Gleis 5 werden wir einfahren. Gleiswechsel, deswegen auf 40. Die Sonne geht langsam unter. So, da wären wir in Friedberg. Dieser Zug endet hier und fährt noch kurz im Aufenthalt weiter als S6 nach Frankfurt Süd. Ihr habt's gehört. Ein fahrbarer Zug auf Gleis 5 endet hier und fährt weiter als S6 nach Frankfurt Süd. Fahrmäßige Abfahrt 21:00. Ja, dieser Zug fährt bald wieder zurück nach Frankfurt Süd. So, Schluss leuchtet. Federspeicher ist auch fest. Dann gönne ich mir jetzt erstmal einen Kaffee. Den hat er sich verdient nach der Fahrt. Was hat er gesagt? Schlusslicht leuchtet? Dann machen wir das. Machen wir Schlusslicht an. So, und Federspeicherbremse. Türen. Okay, das mit der Federspeichenbremse werden wir jetzt wohl nicht machen können. Die hat er, glaube ich, nicht, oder? Entkuppelt? Ne, das wollen wir nicht. Na, egal. Aber den Richtungsschalter machen wir auf neutral. Genau. Und, Information zu ICE 5 nach Karlsruhe Hauptbahnhof über Frankfurt am Main.
So, haben wir das Szenario jetzt geschafft oder ist das jetzt beendet? Warum genau beendet sich das Szenario jetzt nicht? Das ist doch jetzt. Ah, geht doch. S6 Versystem Sound Design 35336 als S6 nach Friedberg. Das Szenario ist abgeschlossen. Ja, das ist sehr schön. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Habt einen schönen Feiertag, habt ein schönes anschließendes Wochenende. Für alle die, die ein langes Wochenende haben, herzlichen Glückwunsch. Ich gehöre nicht dazu. Aber dafür ist mir gestern was ganz anderes gelungen, worüber ich sehr, sehr glücklich bin. Ja, denkt dran, in 2 Wochen geht es auf meine nächste Tour. Auflösung am 17.06. Ja, ich wünsche euch, wie gesagt, einen schönen Feiertag. Habt eine schöne Zeit. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Bleibt mir treu. Passt auf euch auf. Haut rein. Euer Dedenny spielt das. Das war's mit dem Szenario S6 nach Friedberg von Fair System Sound Design. Wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Habt eine schöne Zeit. Ciao, Servus und Tschüss. Euer Dedenny spielt das. Bye, bye.